Hallo, 12 Minuten feines Kraftausdauertraining. Für alle Einsteiger bis hin zu denen, die wenig Zeit haben, ihr seid genau richtig hier. Lasst uns gemeinsam loslegen. Hallo und herzlich willkommen in der DS-Lounge. Ich bin die Heidi und heute gibt es 12 Minuten Tabata, ein schönes Kraftausdauertraining für den ganzen Körper. 12 Übungen, a 45 Sekunden Kraft, 15 Sekunden Pause in 3 Songs verpackt. Herzlich willkommen zum Aufwärmtraining. Die Schulter tief, Becken gleich kippen, Bauch und Popo spannen, atmen, tief ab. Zweimal mehr. Einmal noch. Bleibe hoch. Öffne die Arme, Kopf nach rechts. Nach vorne. Nach links. Vor, Hände tief. Schulter zurück, Bauchbein ziehen, Kopf geht vor. Roll den Kopf nach rechts. Zur Mitte, nach links. Und zur Mitte, nach oben. Sing den schönen Kreis. In 4, 3, Side to Side. Sing die Schulter dazu. In 4, 3, ein halber Kreis. In die Hand. 4, 3, ein ganzer Kreis. Yes. Sing den Arm nach vorne. In 4, 3, David, zweimal. Vier, drei, David, zweimal.
und halte. Auch hier das Bein. Halte. Öffne die Arme, Standbeinbeuge. Hoch das. Und wenn es möglich ist, nimm die Daumen mit nach hinten. Die letzten vier.
Komm
Komm ein Stückchen höher. Stell ein Bein auf. Stütz dich an. Komm nach oben. Schüttel Arme und Beine aus. Stell Stocke hin. Atme tief an. Hola. Bleibe oben. Dreh dich nach rechts. Nach links. Zur Mitte. Öffne die Arme. Dreh die Daumen nach hinten. Bring die Hände hinter die Schultern. Dehnung in der Brust fühlen. Deine Knie bleiben leicht gebeugt. Umarm dich selbst. Zieh an den Schulterblättern. Zieh ein Knie zur Brust. Schließ die Beine hüftbreit. Die Arme fallen. Schieb die Hände tief. Dein rechtes Ohr geht zur rechten Schulter. Linke Hand schiebst du nach unten. Die Knie bleiben leicht gebeugt. Dehnung fühlst du im Nacken. Komm langsam zur Mitte zurück. Und vorsichtig zur Gegenseite. Ohr. Zieh zur Schulter. Gegen Hand bewusst in den Boden schieben. Langsam zur Mitte zurück. Schiebe die Arme aus. Schnapp dir dein rechtes Bein. Zehen anziehen. Über den Sprunggelenk geht's nach hinten. Du darfst dich gerne festhalten für einen sicheren Stand. Stand beim Beugen. Becken aufrichten. Ferse zieht zum Po. Und die Zehen bleiben in der Flexion angezogen. Dann spürst du die Oberschenkel vorderseitig. Stell das Bein ein Stück weiter vorne auf. Becken kippen, Zehen getieft, Stand beim Beugen. Hände gehen nach hinten, Brustbein anheben, gerade Oberkörper tief gehen. Oberschenkel und Seite fühlen und genießen. Langsam lösen. Wechsel die Seite. Zehen anziehen, über den Sprunggelenk geht nach hinten. Stand beim Beugen, Becken aufrichten, Ferse zieht zum Po. Hier das Bein, ein Schritt weiter vorne auf, Becken kippen, Zehen tief, Hände gehen nach hinten, Brustbein anheben, Oberschenkel, Rückseite auch hier dehnen und genießen. Wenn die Dehnung nachlässt, geh nochmal tiefer. Langsam aufrollen, schüttel die Beine aus, die Arme, atme nochmal tief ein. Bleibe oben. Nimm eine Hand nach hinten. Ein Bein nach hinten. Danke fürs Mitmachen. Eine gute Zeit euch. Bleibt gesund.